Nach mehr als 200 Jahren verabschiedet sich Schweden von seiner Neutralität und tritt als 32. Land der NATO bei. Und von diesem Beitritt profitiert natürlich Schweden, weil es nun Teil des mächtigsten Militärbündnisses der Welt ist und relativ sicher vor feindlichen Angriffen dadurch. Aber auch die NATO gewinnt dazu, und zwar ein Land mit einem sehr professionellen Militär und vor allem mit einer sehr strategischen Lage. Und im heutigen Video wollen wir uns mal genauer anschauen, wie stark das schwedische Militär wirklich ist und was der NATO Beitritt Schwedens für die Strategie und die strategische Situation im Ostseegebiet bedeutet. Die schwedischen Streitkräfte verfügen über etwa 15.000 aktive Soldaten im Dienst plus nochmal etwa 10.000 zivile Mitarbeiter, Männer und Frauen. Und zu diesen 15.000 aktiven Soldaten und 10.000 zivilen Mitarbeitern, da kommen nochmal etwa 20.000 Männer und Frauen der sogenannten Hemvernet dazu. Die Hemvernet, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, das bedeutet so viel wie Heimwehr. Und das ist eine Organisation von freiwilligen Schwedinnen und Schweden, die ihr Land verteidigen wollen und die praktisch so eine Art Heimatschutz sind. Die sind nicht so schwer bewaffnet wie die reguläre schwedische Armee, also jetzt nicht mit Panzern und so weiter, aber mit Sturmgewehren, mit Granatwerfern. Und so weiter. Und in einem Notfall sollen die relativ schnell in der Möglichkeit sein, die Heimat, also Schweden, zu verteidigen. Bis 2009 hatte Schweden die Wehrpflicht, die hat es dann damals ausgesetzt, aber 2017 unter der aktuellen Bedrohungslage durch Russland, ihr wisst, Krieg in der Ukraine, Krim-Annexion und so weiter, hat Schweden die Wehrpflicht wieder eingeführt seit 2017. Und zwar, und das ist etwas Besonderes, für Männer und Frauen. Und das Prinzip, wie die Wehrpflicht in Schweden läuft, das ist besonders interessant. Und da schielt auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius immer mal wieder drauf, wenn es darum geht, ob auch in Deutschland eine Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte. Schweden macht es wie folgt. Es werden alle 18-Jährigen eines Jahrganges kontaktiert. Und von diesen grob 100.000 Männern und Frauen wird etwa ein Drittel ausgewählt und zur Musterung einberufen. Also, und von diesen 30.000 zur Musterung einberufenen Schwedinnen und Schweden werden etwa 8.000 wirklich auch einberufen für den Militärdienst. Davon sind 21% Frauen und der Bedarf orientiert sich an der geplanten Größe der Armee im Kriegsfall. Wir haben hier also wirklich ein anderes System, als es früher in Deutschland der Fall war, wo einfach mal auf dem Papier gesehen zumindest, jeder, der ein gewisses Alter erreicht hat, jeder Mann, der ein gewisses Alter erreicht hat, eingezogen werden sollte und man dann im Prinzip sich danach fragt, okay, was machen wir jetzt mit dir, was stellen wir mit dir an? Die Schweden haben eine sehr viel vernünftigere, aus meiner Sicht, Methode, nämlich sie schauen, wie viele Leute brauchen wir und dann gehen sie eben durch diese Schritte durch, um zu sehen, wer sind die besten jungen Männer und Frauen, die wir für diese Aufgabe kriegen können. Und in Schweden kommt noch dazu, dass der Verteidigungswille der Bevölkerung, auch der jungen Bevölkerung, hoch ist. Sehr viel höher als in Deutschland, weswegen Schweden eine sehr motivierte junge Bevölkerung hat und praktisch niemanden wirklich dazu zwingen muss, zum Militär zu gehen. Und was eine motivierte schwedische Armee leisten kann, das sollten die Deutschen am besten wissen. Zumindest diejenigen, die sich ein bisschen für Geschichte interessieren. Um aber zu sehen, was die schwedische Armee leisten kann, da schauen wir mal ins Jahr 1630. Und zwar in die Mitte des Dreißigjährigen Krieges. Faszinierende Geschichte und faszinierende Epoche. Absolute Katastrophe. Ein Krieg, der Deutschland verwüstet hat wie kein zweiter. Auch nicht der Erste, auch nicht der Zweite Weltkrieg. Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ist bei diesem Krieg ums Leben gekommen. Katastrophe. Auch mindestens ein oder mehrere eigene Videos wert. Aber für unsere Geschichte ist es jetzt interessant zu sehen, welche Rolle die Schweden da gespielt haben. Denn 1630 landeten etwa 13.000 Schweden in Norddeutschland. Und die sind unter ihrem König Gustav Adolf ziemlich problemlos einmal durch Deutschland marschiert. Durch unglaubliche militärische Leistungen, durch Disziplin, hohe Motivation und so weiter, haben Sie und Ihre deutschen, hauptsächlich protestantischen Verbündeten, es geschafft, bis nach München durchzumarschieren. Das muss man sich mal vorstellen. Schweden landet in Norddeutschland und nimmt innerhalb von zwei Jahren Mainz ein und Frankfurt und erobert sogar München. Und wir reden hier von Schweden, ein Land, das zum damaligen Zeitpunkt etwa eine Million Einwohner hatte, aber durch diese hochmotivierten Soldaten und professionellen Soldaten militärisch auf einem Level mitspielen konnte, wie der König von Frankreich, der König von Spanien oder auch der römisch-deutsche Kaiser. Schauen wir wieder in die Gegenwart. Die schwedische Regierung, die hat das Verteidigungsbudget der schwedischen Streitkräfte in den letzten Jahren immer wieder erhöht und für 2024 ist es auf über 10 Milliarden bzw. 11 Milliarden Euro geschätzt und damit erfüllt Schweden das sogenannte 2%-Ziel der NATO. Die 2%-Richtlinie, die besagt, dass jedes Mitglied der NATO mindestens 2% seiner Wirtschaftsleistung, also seines Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investieren soll. Die meisten Länder haben das seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr gemacht, auch Deutschland nicht. Dieses Jahr könnte es für Deutschland gerade wieder so klappen, aber durch das neue Bedrohungsszenario, durch den Krieg in der Ukraine, durch Russlands Expansionsdrang, denken sich immer mehr Länder, dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, mehr Geld in die eigene Verteidigung zu investieren und Schweden ist eines dieser Länder. Die militärische Ausstattung Schwedens, die ist sehr interessant, wenn man sie sich anschaut und spielt eben auch eine große Rolle dafür, warum der schwedische Neuzugang in der NATO so willkommen ist, denn die schwedische Armee ist zwar vergleichsweise klein, gerade wenn man es mit anderen Ländern vergleicht wie den USA oder der Türkei oder auch Deutschland oder Großbritannien, aber die Ausbildung der schwedischen Soldatinnen und Soldaten ist sehr, sehr gut. Und die Schweden und übrigens auch die Finnen haben im Gegensatz zu vielen anderen NATO-Mitgliedern, also gerade den neueren NATO-Mitgliedern, eine hochmoderne Ausrüstung. Und können dadurch sehr gut zur Sicherung des Bündnisses beitragen. Also, wenn wir uns anschauen, welche vergleichsweise neuen NATO-Länder es in den letzten Jahren gab, da waren manche Länder auch in Osteuropa dabei, die zwar auch eine vergleichsweise große Armee haben, aber deren Ausbildungsstand und auch deren Ausrüstung nicht unbedingt auf dem westlichen Niveau ist. Und mit westlichem Niveau muss man hier vorsichtig sein, wenn ich als Deutscher vom Ausrüstungsstand einer Armee reden muss. Ich weiß, die Bundeswehr ist da kein leuchtendes Beispiel. Umso wichtiger ist es darauf hinzuweisen, dass Schweden eine wirklich moderne und gut ausgestattete Armee hat. Und nicht nur eine gut ausgerüstete Armee, sondern auch die nötige Industrie, um diese Ausrüstung herzustellen, also eine Rüstungsindustrie, die unter anderem den Schützenpanzer CV90 produziert. Der wird auch in der Ukraine genutzt und das kann ich bestätigen. Ich habe diesen CV90 Schützenpanzer bereits in der Ukraine mit eigenen Augen sehen können. Besonders wichtig sind auch die Kampfflugzeuge. Die werden vom schwedischen Konzern Saab hergestellt und da ist ganz bekannt der Saab JAS 39 Grippen, was so viel bedeutet wie Greif. Davon besitzt Schweden etwa 100 und das Flugzeug, das ist besonders interessant, weil es einen geringen Wartungsaufwand hat und außerdem von sehr kurzen Start- und Landebahnen aus operieren kann. Die schwedische Marine verfügt über U-Boote, wie etwa die selbst entwickelte Gotland-Klasse. Außerdem hat Schweden auch noch amerikanische Patriot, Flugabwehrraketen und den Streetswagen 122. Wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn ich es falsch ausspreche. Aber man merkt, dass Schwedisch eine germanische Sprache ist. Ein Panzer, der Streetswagen heißt. Das ist relativ naheliegend. Das ist so viel bedeutend wie Streitwagen. Und ich habe schon Überschriften gesehen von wegen, dass dieser Streetswagen 122 der vielleicht beste Panzer der Welt wäre. Und wenn jetzt Fans des deutschen Leopard 2 aufhorchen, ich kann euch beruhigen, dieser schwedische Streetswagen 122, der ist praktisch ein umgebauter Leopard 2. So viel zur kurzen Übersicht über die Ausrüstung der schwedischen Streitkräfte. Jetzt schauen wir mal auf die geostrategische Lage Schwedens und auch Finnlands, das ja schon vor kurzem NATO-Mitglied geworden ist. Und um zu sehen, warum diese Beitritte von diesen beiden nordischen Ländern so wichtig für die NATO sind, müssen wir uns einfach mal eine Karte anschauen, wie die Szenerie im Ostseeraum für die NATO noch vor ein paar Jahren aussah und wie sie jetzt aussieht. Wir sehen also, durch den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO ist die Ostsee praktisch zu einem NATO-See geworden. Das bedeutet, dass fast alle Ufer der Ostsee mittlerweile von Ländern kontrolliert werden, die in der NATO sind. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, die von Russland gehalten werden, also etwa St. Petersburg oder die Exklave Kaliningrad. Aber das ist wirklich, wirklich relevant für einen eventuellen Kriegsfall. Denn bisher war eine große Befürchtung und eine große Schwachstelle der NATO im Osten die sogenannte Suwalki Gap oder Suwalki Lücke. Das ist diese kleine Landverbindung zwischen Polen und Litauen. Und im Extremfall, wenn Russland in einem Konflikt wäre mit den baltischen Staaten, also mit Estland, Lettland und Litauen, wäre diese Suwalki-Lücke wohl die einzige Möglichkeit gewesen, Nachschub ins Baltikum zu bringen. Nun, wenn wir uns aber anschauen, dass fast die komplette Ostsee von NATO-Ländern umgeben ist und die schwedische Insel Gotland gerade mal 200 Kilometer vom Baltikum von Litauen entfernt ist, da sehen wir, dass das der NATO eine sehr viel bessere Position für eine mögliche Verteidigung der baltischen Staaten ermöglicht. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Russland das vorgibt, mit seinem Krieg gegen die Ukraine das Vordringen der NATO und die NATO-Erweiterung zu bekämpfen, durch diesen Krieg dafür gesorgt hat, dass die NATO nun tatsächlich erweitert ist und Schweden und Finnland in der NATO sind und Russland eine sehr viel längere NATO-Grenze hat als bisher und dass Russland sehr viel größere strategische Probleme in der Ostsee bekommen hat, all das durch einen Angriffskrieg, der das Ziel hatte, den Einfluss der NATO zu schwächen. Wir sind wieder mal am Ende des Videos und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch ein paar Informationen mitnehmen konntet, die euch helfen, die aktuellen Geschehnisse besser einzuordnen und vor allem euch dabei helfen, eure eigene Meinung zu bilden. Wenn euch solche Informationen, solche Videos und solche Themen interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das Video liked und auch gerne kommentiert. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und ciao!